Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Room 3. Der dritte Raum sozusagen. Weiter geht's. Wir haben wieder zwei Teile bekommen und wir sind hier noch nicht ganz fertig bei dem Ding hier. Was war denn hier noch fehlend? Ach, hier brauchen wir noch einen Schlüssel. So, aber erst wieder hier raus. Und auf unserer interaktiven Karte hier was zusammenbauen. Ich denke mal, dass das Turmteil hierhin gehört. Jawohl, der Turm ist aber noch nicht fertig. Oh mein Gott, was passiert? Alter! Der Turm, der bewegt sich. The next level. Oh mein Gott. Wie bewegen sie das ganze Boot nach oben? Das ist ja geil gemacht. Also ich liebe solche Scherze natürlich. So, passt hier jetzt der Schlüssel eigentlich irgendwie oder was? Weil hier war doch ein Schlüssel. Jo. Aha. Hier können wir weiter. Schwupp. Ah, diese komische Gliederpuppe hält hier was. Das kriegen wir aber nicht. Da ist eine Hand, okay. Irgendwie müssen wir die Puppe wahrscheinlich bewegen. Moment mal, hier ist die Karte auch nochmal. Bloß anders. Ah ja, jetzt habe ich da den Arm hin bewegt, okay. Na nü. Das Ding im Ding. Okay. Willst du mich verarschen? Das ist doch das gleiche nochmal. Ach, jetzt kann ich hier einen Fuß ran machen. Ist ja lustig. Und jetzt kann ich wieder rein, oder? Ja. Jetzt ist es schon dreimal verschachtelt. Das Fenster war jetzt dreieckig übrigens. Was kommt jetzt? Und jetzt kann ich dem die Hand wieder ran machen, oder? ja. Ach, er setzt den Turm da selber auf. Das ist ja genial. So, aus dem Turm raus. Aus dem anderen Turm raus. Das war jetzt viereckig, das Fenster. Und da war es rund. Aha. Turm mit Glocke oder was? Es muss eine Möglichkeit geben, die Lampe einzuschalten. Ach, das soll eine Lampe sein. Jo, wo ist denn die Lampe? Ja gut, also es ist wie gesagt jetzt der nächste Teil vom Turm drauf. Können wir hier irgendwas sehen hier? Nee. Okay, wir haben auch wieder kein Item in der Hand. Oder im Inventar, was wir benutzen könnten. Hm. Aber ich habe schon recht gehabt, das ist der Leuchtturm hier. So, was haben wir jetzt noch? Ach ja, wir sind ja in einen neuen Raum gefahren hier. Wir können uns jetzt hier umschauen. Was haben wir hier? Ein Taucherhelm? Was kann man hier alles machen? Das lässt sich hier irgendwie nicht reinstecken. Das gehört aber hier rein eigentlich. Da oben. Ist eine Öffnung. Da fehlt eine Niete. Okay. Da
Da dampft es hinten raus, ah, ganz klar. So, vorne, das Scharnier können wir ja auch nicht öffnen. Jetzt, hier ist noch ein Riegel, also eine Schublade. Okay, da ist ein Brief und eine Hand. Oder, nee, was ist das? Ein Ast mit irgendwas Komischem dran. Wir nehmen mal den Brief hier. Die Felsen dieser Insel strotzen schon immer vor Blutdurst. Der zähe, was, Aquanaut, dachte, seine Wissenschaft wäre ihm ein Mittel dagegen. Hoffentlich seine Neugier, was meine Angelegenheit betrifft, nur nun befriedigt der Meister. Okay. Eine Geweihstange. Ach, das ist ein Geweih. Ah, okay. Hm. Was ist das hier? Können wir da was dran machen? Hier gehört eine Art Griff hin. Können wir das als Griff nehmen? Nö. Talisman und Co. Talisman war ein anderes Spiel. So. Also hier können wir... Können wir das aufmachen hier? Das Scharnier? Wenn ja, wie? Okay, hier gibt es nichts. Vielleicht sich nicht drehen. Bim. Talisman Co. Hm, Diving Apparaturen 228. England. Not fit for purpose. Da irgendwas Besonderes dran an der Plakette? Ah, die kann man doch aufklappen, oder? Prototyp Metall 228. Ah, hier ist was. X und Dings. Aha, was ist das? Eine kleine Messingniede gefunden. Wie lustig ist das denn? Wir wissen auch schon, wo sie hingehört. So, die hat auch ein Geheimnis. So, jetzt geht hier die Seitenklappe auf. Das Ohr sozusagen. Eine Metalleichel. Und ein Schalter. Aha, es geht hier unten wieder was auf. Ein hölzernes Modellteil. Ich glaube, ich weiß, wo es hingehört. Auf unsere Karte natürlich. So, wie war denn das jetzt hier? Ist das hier, das kann man... Warte mal, das sind noch Zeichen. Okay, so eine liegende Achtung fast, aber mit zwei solchen Kommas. Dann so ein Rautenteil hier. Und sowas mit drei Bögen. Das ist ein Code, aber für was? Moment, hier ist auch noch was. Ah! Das Teil hier haben wir schon gesehen, das Symbol hier. Ein Druckmesser, aber ohne Zeiger. Kann man das Geweih benutzen? Nee. Ja, wir haben auf jeden Fall die Symbole. Wir haben das Symbol. Das hier und das hier. Ja, ist schon recht. Was habe ich da? Eine Metalleichel. Die hat da oben so einen Knubbel dran. Oh. Was? Hoppla. Die geht auf. Was ist denn das? Moment. Ah, ich weiß, wo die hingehört. Und zwar ist es der Schlüssel für den Baum wahrscheinlich. So, was ist das hier? Das ist dieses Teil.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon an dem Helm fertig sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Hier war doch auch noch was. Da gehört doch auch noch ein Griff oder was hin. Ja, der kommt vielleicht später. So, wir müssen jetzt. Das wird auf die Karte passen hier. Jawohl. Da komme ich gleich zu. Wo war der Bogen? Da. Da sind wir noch nicht fertig. Also mal aufpassen, dass wir jetzt nicht durcheinander kommen mit allem. Wenn sich das Ganze nämlich hier aufbleist, so ein bisschen das Ganze. Hier haben wir nämlich noch einen Schlüssel. Haha. Tresorschlüssel. Ha. Ist ein Hirschgeweih. Da fehlt der, ja. Den muss ich jetzt noch postieren oder was? Ja, da müssen wir drehen. So. Ah, das Geräusch. Was haben wir denn da Schönes? Mit diesen Steinen wurde sicher in einer Art Ritual was zerschmettert. Das was von Ritual. Ja, müssen da irgendwas reinlegen und dann geht es wieder rein und. Okay. Es ist sozusagen die Presse, wenn wir so wollen, oder? Ja gut, dann sind wir hier vorläufig durch. Also da geht's später weiter. So, jetzt ist wieder zu einem Objekt, wo wir da eingesetzt haben. Das ist so eine Sternwarte hier anscheinend. Können wir das drehen? Oh. Aha. Zirkularschleuse. Iris Schleuse, oder wie man das nennt. Oh, ein. Ah ja, da ist ja der Grashüpfer. So. Einfach mal irgendwo hinpacken und ja. Ein Schalter. Und jetzt geht der Kopf auf. Was haben wir da? Ein Metallzeiger. Das ist doch sicherlich was für unseren Druckanzeiger, ja. So, hier ist das Teleskop übrigens. So, also das ist schon geil gemacht hier. So Sachen in den Sachen drin. So, jetzt hat Le Kömmer zu unserem Taucher-Dings zurück, oder? Dem Druckanzeiger was geben. Ein Metallzeiger. So. Ah, und jetzt tut sich der Dreher hier aktivieren. Jetzt müssen wir den einstellen. Hat man müssen, glaube ich, zuerst das einstellen, dann das Symbol und dann das hier. Einmal. Dann das hier kann ich da weiter drehen. Das hier. Und das hier. Ja, den Code haben wir da unten auf dem Schild gesehen. Aha. Also der hat sehr viele Verstecke. Ein Kupferhahn. Ah, ich weiß auch schon, wo der passt. Der passt hier. Und jetzt geht wahrscheinlich die Klappe auf, ja. Oder? Doch noch nicht ganz. Okay. Das kann man verstellen. Ach, jetzt geht's auf. Schraube wegdrehen. Ach, herrje. Ja, es ist nur ein Skelett mit Zunge. Ne, es ist ein Kristallflocker. Boah, Leute, macht mir doch nicht so einen Scare-Jump hier rein, ey. Ha, da erschreckt man ja. Alter. Aber der Helm war schon genial gemacht hier, ne? Auf so eine Idee halt mal zu kommen hier. Puh. Wow. Ein Flakon. Hat der auch noch ein Geheimnis? Vielleicht passt der im Turm rein. Nee, oder? Warte mal, vielleicht können wir den zermalmen. Wo war das hier drin, ne?
das mal ranzoomen hier. Aha. Rums. Kaputt. Blut, okay. Ein leuchtender Edelstein. Jetzt geht es wieder weg hier. So. Blutadern. Ein leuchtender Edelstein. Ja, das wird wahrscheinlich für den Turm sein jetzt. Ja, das Licht für den Turm. Und dann ist das Modell ja fertig eigentlich, oder? La. So, okay. Eine leuchtende Lampe. Schön. Habe ich das Modell kaputt gemacht? Was passiert hier? Ach, jetzt geht das Ganze nach unten. Heideblitze, ey, was ist denn jetzt das? Ein Käfig? Ich habe gar keine Lust, in den Käfig zu gehen, aber wir müssen. Okay, wir müssen den Griff hier drehen. Haben wir ein Handrad. Ja, jetzt sind wir eingesperrt. Na toll. Okay. Der Vogelkäfig bewegt sich jetzt nach oben. Aber das ist halt einfach nur eine Gondel, ne? Ja, halten Sie keine Gegenstände aus dem Gitter raus. Aha. Ah, jetzt geht das Gitter auf. Interessant. Okay, wir sind nicht gefangen. Hoho. So. Was ist denn jetzt das hier? Was sich da herunterbegeben hat. Das ist ein Hebel. Hier ist ein Hebel. Das muss man hier einklinken wahrscheinlich. Okay. Wahrscheinlich müssen wir die Lampe hier reinstellen. Wir sind jetzt im Leuchtturm, komischerweise auf einmal. Auf magische Weise sind wir im Leuchtturm gelandet. Ja, aber wie soll ich denn jetzt hier die Seiten aufmachen? Ich kann das nur einrasten, aber... Sonst passiert ja hier nichts. Ja, die kann ich da nicht durchstecken. Da ist auch noch was. Quality Pure Service. Das hat doch bestimmt ein Geheimnis, das Ding hier. Das ist doch eine Klappe hier. Das sehe ich doch jetzt schon. Wie muss ich die aufkriegen? Das ist die Frage. Können wir da irgendwie außen rum? Ist da noch was an der Seite? Am Boden? Also viele Möglichkeiten haben wir hier tatsächlich nicht. Tja, hier oben fehlen irgendwie die Hebel, ne? Oder können wir hier was drehen? Warte mal. Aha! Das ganze Ding kann man nämlich drehen. So, und jetzt bin ich hier und da. Ach so, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich das hier drehen muss. Oder was ich damit bewirke. Ich kann da verschiedene Dinger einrasten und kann das dann verdrehen. Aber nach welchem Schema soll das eingestellt werden? Oder muss ich da irgendwie versuchen, dass hier die Gitter irgendwann weg sind oder was? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, oder?
das hier? Das ist doch das gleiche wie vorhin, oder? Jetzt ist das hier nämlich wieder hier. Aber das ist jetzt anders. Also irgendwie kriegt man so viel Leicht dann irgendwann alles weg, oder wie ist das? Na, ich muss ja tatsächlich mal wieder probieren einfach. Oder warte mal, kann ich auch nur eins? Aha, man kann auch bloß eins drehen. Das ist ja interessant. So, da können wir zum Beispiel das herstellen. Oder müssen wir da verschiedene Sachen herstellen? Ah ne, jetzt haben wir hier ein offenes. Müssen wir das jetzt auf den Dings kriegen? Ja, jetzt haben wir doch, oder geht es noch nicht? Doch, haha. Ich wusste doch, dass ich da irgendwie das Loch freikriegen muss. Aha, das Licht wurde nach oben transportiert und... Oh, wir haben eine weitere, einen weiteren Dingsbums, Tetraeder. Was war das? Alter, Magic. Der Turm erleuchtet. Kapitel abgeschlossen. Nicht übel, du hast den Leuchtturm erklommen. Sein Lichtstrahl kann zwar jene Prüfungen erhellen, die vor dir liegen, doch bestehen musst du sie alleine. Spiel fortsetzen natürlich. Kapitel abgeschlossen. Ach so, das sind mehrere Kapitel, das sind 5 Kapitel dann. Ah, jetzt sind wir wieder da im Dings, in dem Zimmer hier. Und jetzt leuchtet der Turm. Können wir den angucken irgendwie? Nee, schade. Und die Zeiger, die Uhr haben sich jetzt bewegt. Okay. Hier ist jetzt bald 6 hier. Die bewegen sich ziemlich schnell. Boah, wenn die Zeit so schnell vorangeht. Moment mal. Nee, das kann nicht sein. Ist es wirklich? Das ist doch jetzt meine Uhrzeit, wo ich gerade hier aufnehme. Tatsächlich. Ach, ich liebe es einfach, wenn es manchmal solche Gimmicks gibt hier. Ja, und was hat es jetzt hier zu bedeuten, ja, dass die Uhr jetzt da... Ist ab einer gewissen Uhrzeit, geht dann hier unten die Klappe auf oder was? Das kann doch nicht sein, also. Wenn es dann nachher Mitternacht, nachts um 12 oder was, das kann ich mir nicht vorstellen. So, die Schriftrolle haben wir schon angeguckt. Ja, und die Schubladen können wir immer noch nicht öffnen. Aber wir haben unser Tetraeder hier. Dieses dreieckige Pyramidenteil. Das können wir jetzt hier aktivieren. Zack, zack, Magic. Es bewegt sich wie auf einem Witcher-Brett hier. So, der Kreis. Und da kommt wieder ein Teil raus. Was ist denn das? Was ist denn jetzt das hier für ein komisches Geklimpel hier drin? Ach, das muss ich wieder zusammensetzen irgendwie. Ja, bloß wie gehört es zusammen? Hat
das eine, nee, es hat keine Komponente hier mit. Ja, wie sollten das hier zusammengehören? Da fehlt doch noch was dran, oder? Da fehlt doch noch irgendwie was. Das soll wahrscheinlich einen Torbogen geben, aber irgendwie fehlt da noch was dran. Oder muss ich das hier über das Ding projizieren? Das kann natürlich sein. Warte mal hier, oder? Da ist doch schon. Ja, das ist nämlich nicht vollständig hier. Jetzt muss halt nur richtig den Bildschirm drehen. Ah ja. Okay, das war schon gemein irgendwie, da drauf zu kommen hier überhaupt. Und wir haben unseren nächsten Raum geöffnet. Weiter geht's. Nächstes Kapitel sozusagen gestartet. So, hier ist wieder ein bisschen Elektro. Und was haben wir da? Also dieser Automat hier kommt mir fast aus wie was Rapture vor hier jetzt gerade. So, wahrscheinlich müssen wir hier erstmal den Strom anwerfen. Ja, da ist wieder das Sicherungsspiel. Ja, was haben wir jetzt hier für eine Legende? Die gleiche. Minus, plus, minus. Ja. Was haben wir für Schieber? Ach, das sind jetzt andere, oder? Ach, die können wir hier verbinden. Okay. Das ist jetzt gar nicht mal mehr so einfach wie das erste. Das leuchtet. Warte mal, dann das hier hin, aber das kann nicht sein. Doch. Okay. Ja, wir brauchen nicht alle auf jeden Fall. Das war jetzt doch nicht so schwer, aber man muss erstmal begreifen, wie das Ganze passieren muss hier. So, jetzt geht das da durch. Was ist das hier für ein Automat? Past, Present, Future. Ach, das ist so lustiger. Ach nee, das ist ein Wahrsageautomat. Der Great Khan. Also tatsächlich, das ist Cross My Palm with Silver. Das ist doch wirklich aus Rapture geklaut. Komm. The Mystical Maggie, you fate awaits. Ja, ich komme, das ist doch tatsächlich so. Kommt mir irgendwie bekannt vor, ja, mir auch. Ja, aber da geht doch noch nichts. Das wird vielleicht später wichtig. Ach, da liegt wieder ein Brief und auch wieder ein Oszilloskop. Faszinierend. Du bist du, Fleisch und Blut. Die Essenz scheint dir erstaunlich leicht zu fallen. Die Existenz. Hilfreich diese Eigenschaft meinen bisherigen Lehrlingen wohnte sie betrüblicherweise nicht inne. Vielleicht ist meine Suche tatsächlich endlich erfolgreich. Diese Bibliothek gleicht keiner anderen in der Welt. Doch ich rate dir, deine Neugier zu zügeln. Wie überall im Greyholm lauern auch hier Dinge, die keine naseweisen Fingerlein mögen. Verschwende nicht deine Zeit, der Meister. Ja, da müssen wir dann wieder so einen Laser aktivieren hier.
Das ist nicht wieder so ein Kasten. Bloß der ist noch nicht aktiv. Da sind wir reingekommen. Da ist noch ein Grammophon. Das, was ist das? Auf dieses Pult scheint ein bestimmtes Buch zu gehören. Okay. Ja, Bücher gibt es ja ein paar, aber welches braucht man da? Wahrscheinlich keins, wo da rumsteht. Da ist, was ist das? Ein Telefon und ein Grammophon oder was? Naja, gut, das wird man uns das nächste Mal angucken. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch ein Like oder einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Und teilt meinen Kanal, wenn ihr das gerne möchtet, hier natürlich. Jo, mehr gibt es nämlich beim nächsten Mal. Und tschüss, sagt euer Legolas.